Hallo und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country 3 Diddy Kong Trouble Double. Wir starten mit der Welt Riverside Race. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Was? Achso, ups. Muss auch los sein vielleicht. Also ich muss einfach nur ein Rennen machen oder was? Aber gegen was? Ach man, also gegen so Bienen. Wenn mich die erwischen, bin ich dann tot oder was? Wie funktioniert das? Also ich nehme mal an, ja. Ich hätte gern... Ja genau, so ein Donkey Kong Fass. Mann! Warte! Fangt ja schon wieder gut an. Also ich muss einfach nur... schnell sein, aber ich muss auch gleich aufpassen. Wollte ich sagen, und dann bin ich dagegen gerannt. Da kommen jetzt die komischen Bienen da. Ach, das ist ja oben für. Woher soll man das blind wissen? Dixie trat da links im Bildschirm durch. Es war aber klar, dass ich das nicht first try schaff. Ich geh da rauf. Ach, so dumm. Manchmal. Ja, dann lass ich das NN sein. Bitte konzentrieren, wollte ich sagen. Oh fuck. Das ist schon das G. Okay, wir sind fast am Ende. Und da gibt's Bonusfässer auch, oder was? Da zeigen wir uns aus. Squalls on Wheels. Ich muss die besiegen, dann komme ich erst durch. Ist das dein Ernst? Das war gut. Oder schlecht. Wie man es drehen und wenden will. Da unten war auf jeden Fall ein Tor durch das, was ich nicht gegangen bin. Bin so dumm. Ach, hoffentlich spawnt das noch. Ernsthaft. So nervig. Ernsthaft. Also ich muss da... Ich hab das Wasser aufgefangen. Das war knapp. So, da ist das O auf jeden Fall schon. Irgendwas ist da rechts. Ah, links. Ah, ein Bonusfass. Das kann ich gern verzichten. So, Fass. Bumm. Ah, da sind wir schon bei der Hälfte. Das ist mein Ernst. Ich hoffe, ich muss das Wasser mitnehmen. Sieht nicht so aus. Und da komm runter.
da ist noch ein Fass. Okay, das habe ich getroffen. Irgendwie. Das war jetzt fast dann ultra schlecht. Nicht nur schlecht, sondern ultra schlecht. Hoffentlich gibt es ja nicht noch mehr. Wie kann man so dumm sein? Erst, ich bin so schlecht im Werfen. Da. Das war knapp. Links oder rechts? Links. Nein. Ist da irgendwo irgendwas? So. Schauen wir mal, ob da rechts noch irgendwas ist. Und mag jetzt weiter treffen. Die springen immer. Gott sei Dank getroffen. Ah, okay, da brauche ich einen Fass hier da hinten. Also passt es eh. Also da wäre ja auch eins gewesen. Ich nehme es mal mit. Vielleicht brauche ich es da oben gleich. Es dauert immer so lange, bis das runterkommt. Hier ist er da. Erst! Ich darf immer ein... Das ist eine rote Biene. Erst, ich habe keinen zweiten Kong. Das ist unnervig. Erst. Ey, soll ich es ausprobieren? Alter. Knapp. Hä? What the fuck? Aber, ach so, waren das jetzt alle, hat man das ganze Level so machen müssen, um da hinzukommen oder was? Verstehen. Springs weiter. Also springende Spinnen oder was? Das ist auf jeden Fall schon eine springende Spinne. Und der eigentlich weh? Das ist ein Igel. Wow. Alter. Ah, die tun nicht weh. Okay, passt. Ich hätte eigentlich erwarte, dass die schon weh tun. Aber bin ich froh, dass sie nicht tun. Vielleicht kann ich das ja mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob sich die Münzen jetzt was bringen oder nichts. Ah, oh, das ist krass gerade. So. Von der Flieger. Biene. Ah, es gibt auch rote Spinnen, die was drauf warten, dass man es erst. Das war ziemlich schlecht von mir. Da oben ist das O. Das sind Bananen. Da hätte es irgendwo einen Papagei geben. Also du Squawks jetzt da geben. Schaut immer so knapp aus. Halbzeit Fass. Ich mag lieber nicht die Spinne benutzen, weil ich nicht weiß, was man die bringt. Ah, okay. Wäre ich früh genug gesprungen, dann wäre ich genau
reingesprungen. Ja, ich schau gar nicht jetzt mehr momentan nach den 100%. So, da links. Oder? Ja, da wären TNT fast gewesen. Nein. Das ist ja urschwer. Na komm. Manche Fässer kann man nehmen und manche nicht. Das ist so komisch. Das kann man zum Beispiel wieder nehmen. Kann man für die Dings da benutzen. Meine Katze springt schon wieder da oben hin. Wow. Das ist so knapp bemessen. Ja. Da oben ist das Ziel. Wir haben es geschafft. War gar nicht so schwer. So. Ja, wir schauen gar nicht. Oder schauen wir halt so die Bären. Keine Ahnung, was der von mir will, ganz genau. Da links ist irgendwas. Wurscht, machen wir die Welt einmal. Da ist das O gewesen. Ah, und jetzt bin ich wieder der Elefant. Ich weiß auch immer nicht, wie du hörst. Ja, das ist eine Wasserleiste. Was? LR? Muss man sich das Wasser holen? Ist das Wasser wichtig? Also es ist unfair. Ah, okay. So funktioniert das. Ich verstehe. Muss ich das Wasser ernten? So. Ja, die Münzen brauche ich nicht. Ach so, okay. Ich verstehe das Levelprinzip schon langsam. Achso, das ist wieder so eine Kong-Münze. Das ist die erste seit. Seit langem wieder mal. Halt's etwas? So, ich bin jetzt auf jeden Fall voll mit den. What the fuck? Das war gemein. Ist einfach. Da stirbt. Ist einfach ja, die Frage ist, wie soll ich ihn denn da oben erwischen? Ich habe keine Ahnung, wie ich den erwischen jetzt soll. Da wären fast gewesen. Wow. Achso, man darf das da nicht mehr aufheben, okay. Alter. Ja, Gott sei Dank gibt's da. Ist das einigermaßen sozial mit dem Leben. Hä?
urdumm gemacht. Warum kann ich da nicht drauf? Also ich kann einfach. Aber wir sind gleich am Ende. Wir haben es gleich geschafft. So. Kein Elefant. Und die Fahne. Guter Versuch. Warte, ich habe eine Frage. Wie soll man denn treffen? Ja, so von der Seite mal nicht. Weiß ich, wie ich den treffen soll? Oder muss ich da einfach warten, bis er am Boden runterkommt? Und dann halt nicht springen. So schwer ist er nicht. Wenn man verstanden hat, wie er geht, ist er nicht so schwer. Am leichtesten ist er mit Dixie, weil ich nicht, weil ich sonst nicht weiß, wie ich ihn besiegen soll mit Kiddy Kong. Ist das dann erst? So. Ja, so ist er extremst einfach zu besiegen. Aufpassen, das sind Flummis. Nein! Es ist nicht schwer. Aber man kann sich halt trotzdem dumm anstellen. Vorsicht. Oha, das war jetzt ein bisschen knapp. Nein! Ach. Ich weiß, dass er sich nicht selber treffen kann. Ist das denn ernst? Mag Dixie ihn nicht verlieren. So. Was ist jetzt los? Ja, Gott sei Dank. Aha. Wir haben ein Pflaster bekommen. Höhe. Landes. Das ist die nächste Welt. Nein.
Jetzt ist die Frage, wo geht's weiter? Muss ich jetzt... Wo muss ich jetzt hin? Patch, schon hier, das ist das, was er needet. Hang on, schon. Ah, okay. Hovercraft. Hang 5. Ah, okay. Wo geht's weiter? Kann ich es besser aussuchen, wo es weitergeht? Entweder da oder... Oder da? Ich weiß auch nicht, was gescheiter ist, da oder da. Da geht es auch irgendwo hin. Ich kenne mich ja nicht aus, gehen wir mal da, was ist da hinten? Bumbles. Cotton Top Cave. Blue Beach Hut. Ja, ich würde gerne noch so einen Speicherpunkt da vorne kommen. Kann ich nicht einfach? Was heißt Blockade? Ich habe keine Ahnung, was da im Spiel die richtige Levelvorgabe ist. Ich weiß es ja nicht. Ich kann eh irgendwie machen. Das Ding ist schön scharig. Ich mag die komischen Fische da, aber die was keine Augen haben, überhaupt nicht. Schaut so creepy irgendwie aus. Ich weiß, wie die heißen. Muss man aufpassen, also Wasserlevel sind immer gefährlich. Gerade wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Konzentration, ne? Das ist gut, alles klar. Ich bin auf jeden Fall am richtigen Weg, wow. Dann geht das Bildschirm runter. Halbzeit fast. Donkey Kong so gescheit manchmal wirklich. Da ist ein kommt dann weiter. Da ist ein kommt dann weiter. Alles klar. Diesmal passe ich aber auf. So. Aber jetzt. Das war dumm. Na, ist gar nicht. So. Da muss man aufpassen. Welche Richtung muss ich? Da wo die hinschwimmen oder? Aua! Das ist gemein. Wirklich. Die komischen Fische da. Da war das N auf jeden Fall. Das ist wieder ein dicke Faust. Ja. Fahrt kurz. Das ist ein fetter Fisch. Okay. Da ist wieder so ein komischer Fisch. Doch. Ah, da hätte es On Guard geben. Ja, On Guard, ne? Was heißt so? Da sind wir jetzt beim Ziel schon. Das ist aber schnell gegangen. Ich habe gerade 10 hinter dem Silber. Die Münze. Rocket Barrel Ride. Ich hoffe, danach kann ich dann speichern. Yeah.
Das ist cool. Ich weiß noch nicht, ob ich richtig gehe. Ah, okay. Ich verstehe schon das Level-Konzept. Das ist echt cool. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig gehe oder nicht. No? Oh, das war dumm. Das war knapp. Wo? Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen muss. What the fuck? Bin ich da richtig oder falsch? Ich weiß es wirklich nicht. Anscheinend richtig, weil das ist halt fast schon. Es geht auch relativ schnell. Donkey Kong Falls? Warte. Nein! Jetzt bin ich zu weit runtergeflogen. Ah, okay. Ich verstehe. Also wenn mein Wasserfall irgendwas falsch macht, dann kann man auch ganz runterfliegen oder was? Ist das ein Ernst? Links oder rechts? Das ist so knapp bemessen. Da ist wieder ein Fass. Für die Stelle. Ernsthaft. So. Nein! Hätte ich warten müssen, bis unten ist und dann drüber springen. Okay. Boah, jetzt darf ich ja urweit unten anfangen, oder? Keine Ahnung, ob das fertig ist. Ich glaube, es geht. Es ist gar nicht so weit, glaube ich. Ich habe keine. Wenn mich rauskehren wird, wüsste ich. Dann wüsste ich es wenigstens. Da kann man ja gar nicht ausweichen, geschaut. Rechts war ich vorher nicht. Ah, das ist... Ah... Darf mich jetzt nicht treffen lassen. Darf nicht sterben, der Vogel. Das wäre dann mein erster Vogel, den was ich hätte. Kann ja einen Vogel retten. Den muss ich nur aufpassen. Das heißt, ich muss so springen. Ah, da bringt drei Leben. Ah, und da ist das G. Also G ist immer so ein Zeichen für Ziel. Wo muss ich hin? Rechts, links. Ach so. Hä? Wie soll ich denn treffen? Wenn ich fragen darf. Wie soll ich ihn denn treffen? Keine Ahnung. Nein! Jetzt fliege ich unnötigerweise runter. Oh. Krieg drei Leben, verlierst gleich wieder, ne? Aber nicht so tragisch. Das mit den Vögeln muss ich ja nicht machen, ne? Es geht nicht. Ja, rechts ist der unnötige Vogel, was ich jetzt nicht brauche. Da bringt man zwar Leben, ist da nett. Von ihm.
Aber das brauche ich erstmal nicht. Eigentlich brauche ich schon, aber. So. Und gleich rechts daneben ist das Hundsziel. Echt schlimm. Sicher will ich speichern. Nice Banana Birds. Weiß ich, wo es sie überhaupt gibt. Na egal. Ich würde sagen, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne tun. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao.